Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Way of the Hunter. Und wir sollen jetzt hier als Ziel die Remington Repetiergewehr kaufen. Eignet sich besser für die Hirschjagd. Da gucken wir jetzt mal direkt rein. Hier haben wir jetzt nochmal E-Mails bekommen. Die Krankheit breitet sich aus. Eine weitere Person wurde unter verdächtigen Umständen ins Krankenhaus eingeliefert. Nachdem sie Maultierhirschfleisch verzehrt hatte, senden, um die Nachricht zu verbreiten. Robert, bitte sag mir nicht, dass du auch diese verlogene Webseite besuchst. Diese Krankheit gibt es gar nicht. Es gibt keine medizinischen Belege für ihre Existenz, Wallace. Ja, das ist, glaube ich, nämlich, deswegen ist, glaube ich, unser Opa im Krankenhaus. Kann das sein? Die Belege der Regierung will uns noch nicht zeigen. Nochmal, Robert, es gibt keine Quellen in den Artikel. Bitte hör auf, diesen Schwindel zu verbreiten. Er schadet dem Ruf der Region. Ich habe gehört, dass du gerade im Krankenhaus liegst. Das liegt an der Krankheit. Stimmt's? Du behauptest, es sei das Herz, aber ich glaube dir nicht, Wallace. Ich denke, der Betreff sagt alles, sprich nicht mit meinem Sohn. Dein grausames Hobby hat meine Frau zerstört und ich möchte nicht, dass meinem Sohn das gleiche passiert. Er hat sein eigenes Leben und seine eigene Karriere in L.A. Er hilft dir nur aus Mitleid und wegen deiner emotionalen Erpressung. Boah, belästige nicht mit deinen Angelegenheiten. Oh, Alter, Richard Knox. Ach, das ist der Vater, ne? Ach Gott, ey, was ist denn da los, ey? So, wir kaufen jetzt erstmal die Remington hier für 1000. Ein bisschen Dollar hier, Münzen haben wir schon gemacht. Muss man jetzt eigentlich keine Munition, ich glaube, man braucht echt keine Munition dazu kaufen. Was soll man noch kaufen? Mehr nicht, ne? Ich würde hier noch so einen Hirschcaller, ach, geht gar nicht. Okay. Maultierhirsch, Weißwedelhirsch, Stammhirsch, Rotwildcaller, Rothirsch, Schwarzwild ist dann Wildschwein. Ja, Reh, Wapiti. Gänse, Ross, Rossschneegans, Graugans, Faltchenente, Wildente, Oha, amerikanischer Schwarzbär, amerikanischer Dachs, Feldhase, Grauwolf, Rotfuchs und beim Elch dann halt der Elch, ja. Das sind sowohl die Tiere, die wir hier so haben, ne? So, nimm das neue Gewehr, warte mal, kann ich das jetzt hier einfach, da müssen wir, glaube ich, hier nochmal ran. Dann müssen wir hier ins Lager. Können auch hier eigentlich das nehmen, ne? Remington. Rein. Ne, das geht bei Sekundär nicht. Das müssen wir hier machen. Remington rein. Ausrüsten. Geht das hier wirklich nicht? Doch, das geht auch. Geht. Können wir jetzt nochmal das hier verändern? Ja. Okay, jetzt haben wir beide Waffen mit. Ja, passt doch. Können wir hier noch reinmachen? Haben wir nur Fernglas. Erste Hilfe-Set haben wir noch nichts. Müssen wir wahrscheinlich später kaufen, ne? Nicht mehr ethische Jagd. Jeder Jäger sollte danach streben, ethisch zu jagen. Was bedeutet das, fragst du? Vereinfacht gesagt bedeutet es, dass man die Wildtiere, die Natur und andere Jäger respektiert. Du respektierst das Tier, indem du den schnellstmöglichen und schmerzlosesten Schuss abgibst. Wenn du dir nicht sicher bist, verlängere die Pirsch nicht den Schuss. Um den besten Schuss abzugeben, musst du vier Dinge beachten. Die Jagdstufe deiner Waffe, die über die lebenswichtigen Organe des Tieres, die Geschossenergie und dein Abstand zum Tier. Die Jagdstufe. Bestmögliche Schusswaffe zu haben, reicht nicht immer aus. Du solltest aus der empfohlenen Entfernung schießen. Es ist jedoch nicht einfach, sich einem Tier zu nähern, ohne es zu erschrecken. Deshalb solltest du deine Umgebung so gut wie möglich nutzen. Lebenswichtige Organe sind die Organe, die für die Aufrechterhaltung des Lebens am wichtigsten sind. Sie zu treffen ist der schnellste Weg, ein Tier zu töten und erzeugt das. Ja, also, was ich jetzt so weiß, ne, natürlich auch von den anderen Jagdspielen, mit der Lunge und dem Herz, ne, dass das halt das Beste ist, da zu treffen halt, ne. Also, sobald wir hier in die Ferne gucken, geht's halt, gehen die Frames halt drastisch runter. Wenn ich jetzt hier so ins Haus gucke, sind 50 Frames, 60 Frames. So, ich denke mal, wir nehmen das Auto, weil wir müssen jetzt hier hinlaufen. Wir können auch zu Fuß gehen, aber das wird eine ganze Weile dauern. Aber vielleicht gucken wir uns so dann nochmal die Gegend an. Ich weiß nicht, sollen wir fahren? Aber hier ist eigentlich, glaube ich, weiß nicht, doch hier ist eine Straße, ne? Wir können mit dem Auto fahren. Verschrecken wir wahrscheinlich sehr viele Tiere. Können ja zum Ende, das Ende der. Achso, das Auto ist gar nicht da. Warte mal. Kann ich das Auto jetzt hier rufen?
Ah ja, hier können wir das Auto aussuchen, ja, mit denen. So, ich hoffe, der ist... Ja, da ist er doch schon. Da fahren wir da hin. Ne? Aber ich glaube, bevor wir das machen, werde ich nochmal kurz wieder den Rechner neu starten. Weil irgendwie, die Frames sind ganz schön hoch. Alles klar, bis gleich. So, jetzt fahren wir nochmal los. Fahren jetzt Richtung Grasland. Also zu der Grasebene. So, hier ist der Schießstand. Da müssen wir mal dran vorbei. Aber hier ist schon wieder Wanderweg, ne? Also eigentlich keine richtige Straße hier. Wollen wir jetzt hier mal gucken. Das ist eigentlich eher Wanderweg. Ach, da hinten ist die Straße. Okay. Hier kommt die Straße. Da vorne ist noch ein Hochsitz. Wie kriegen wir jetzt hier nochmal, warte mal. Ich habe jetzt hier irgendwie einen Wegpunkt gesetzt. Ich hab Tiere erschreckt, ja. I remember when I couldn't tell the difference between a white-tailed deer and a mule deer. Grandpa used to tease me about it. Weiß gar nicht, wie ich jetzt hier den Punkt wegkrieg. Aber hinten irgendwie einen Punkt gesetzt. Der wird mir jetzt die ganze Zeit angezeigt. Ich guck mal gerade, ob ich den hier entfernen. Okay, jetzt weg. Ja, gehen wir erstmal los. Wir müssen jetzt eh noch weiter in die Richtung und am besten jetzt ohne Auto. Dann gehen wir erstmal zu dem, sieht wirklich wunderschön aus, ne? Mal, da vorne ist schon wieder ein Dachs. Da war schon wieder ein Dachs. Gehen wir zu dem Hochstand. Da hinten, oh, da sind, was ist das? Kann ich reinzoomen? Sieht aus wie Rehe, oder? Das zeigt er mir jetzt nicht an. Er lege einen Maultierhirsch oder einen Weißwedelhirsch. Hier ist schon wieder ein Dachs. Da zeigt er einen amerikanischen Dachs. So, warte mal. Guck ich da nochmal. Was war das jetzt? Das ist ein Maultierhirsch. Trophäe 2 Sterne. Alter, Major, Geschlecht, männlich, Verhalten, ruhig. Das ist jetzt ein Maultier. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber. Gehen mal rüber zu dem Hochstand. Das ist jetzt auf jeden Fall hier die andere Waffe. Das ist jetzt die Remington. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen langsamer gehen. Da sind die Dachse. Ja, hier ist jetzt geäst, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich. Weiß ja nicht, ob es später noch Skills gibt oder so. Gehen wir zu dem Hochstand, versuchen dann mal da drüben den Maultierhirsch zu erlegen, aber dann am besten männlich ist, ne? Da müssen wir schauen, weil eigentlich kann man sich ja hier die Tiere ja auch quasi die Trophäen, haben wir in dem einen Death Diary Video erklärt, mit dem komplexen Trophäensystem, dass man sich quasi die, ja, genetischen, nicht so perfekten, erst die jüngeren schießt, damit dann quasi die Trophys sich entwickeln können. Damit man dann quasi sehr viele gute Trophys hat, weil die Tiere, die hier leben, die spawnen ja nicht einfach so, sondern die sind ja immer da, ne?
Also vorsichtig sein. Ich würde sogar vielleicht. Jetzt geht er noch ein bisschen langsamer. So, jetzt müsste hier irgendwo der Hochstand sein. Den hatte ich von dem Auto aus schon gesehen, von der Straße aus. Der müsste jetzt hier rechts um die Ecke eigentlich sein. Wo ist jetzt hier der Hochstand? Da ist der Hochstand, da müssen wir rauf. Wenn wir erstmal drauf sind, sollten die Tiere erstmal nicht verschreckt werden. Ah, die Grafik ist wirklich schön, ne? Wirklich gut aus. Auch so die Natur, finde ich. Also ich finde es sehr, sehr schick. Wir können auch mal gleich nochmal aufs Fernglas wechseln. Da hinten irgendwas sehen. Oh, was ist das denn da? Die ganze Herde. Ja, wir haben keine Caller jetzt, ne? Das ist natürlich blöd, ne? Muss ich hier vorne erstmal einschießen. Die Herde da hinten. Ohne Caller. Sind, glaube ich, zu weit weg. So, da müssen wir jetzt hoch. So, wir verschrecken jetzt hier keinen. Der erste Schuss muss am besten gleich sitzen. Und auch von der Entfernung, ne? Das ist ja das Gute jetzt, dass wir. Wo sind die denn jetzt? Jetzt sind die weg, oder was? Die waren doch eben noch hier. Oh. Da hinten laufen sie. Jetzt sind sie. Ah. Mal 240 Meter halt, ne? 200 Meter, das ist zu weit weg. Die trinken da jetzt. Da vorne ist ein Männchen, da ist ein Männchen. 184 Meter. Ich guck mal. Wenn wir jetzt hier nochmal. Ne, das wird nix. Ne, das wird nix. Ja, vier weiter ranzoomen können wir auch nicht. Dann können wir jetzt auch 200 Meter stellen. Puh, das ist natürlich ein ganz schönes Ende weit weg, ne? Ohne Caller können wir den noch nicht rancallen. Und ich glaube, die gehen jetzt da nachher weiter, ne? Weiß nicht, ob das Männchen jetzt hier nochmal herkommt. Nochmal hier. Ja, da vorne. Maultierhirsch. Weib. Ja gut, das, da ist jetzt noch ein Weibtier ist dabei, aber. Ah, schade. Weiß nicht, wollen wir uns da manieren? Ich würde gerne das Männchen schießen, aber. Der ist zu weit weg. Hier, doch, da oben zeigt er die Entfernung an. Ja, über 200 Meter. Ich glaube, wir müssen da wieder runter. Ohne Caller macht das hier wenig Sinn. Dann gehen wir nochmal runter, ne? Dann nähern wir uns den mal. Gehen wir mal geduckt. Ein bisschen langsamer. So, warte. Geduckt. Bisschen langsamer. Ja, da hinten im Wald sehe ich jetzt erstmal nichts. Also ja cool, dass er die Entfernung gleich mit angibt, ne? Weiß nicht, zeigt er das gleich nochmal an? Jetzt hier durchgucken, zeigt er die Entfernung nicht an, ne? Nur wenn wir aufs. Auf dem Tier sind, ne? Und wir müssen jetzt da zum Wasser rüber. Aber wir haben jetzt auch noch keinen Duft, also keinen Geruchsreduzierer oder sowas. Der Wind kommt. Ja, der kommt von rechts, geht nach links. Das geht eigentlich. So, da sollen die jetzt sein. Ich sehe sie jetzt auch nicht mehr. Sind die noch da? Die waren da, glaube ich, trinken. Ja, ich höre doch was. Da vorne. Da am Wasser.
Hinter dem Gebüsch, ne? 200 Meter. Maultierisch, männlich, ruhig. 200 Meter, der ist aber hinter dem Gebüsch. Die trinken da, glaube ich. Müssen irgendwie rüberkommen. Müssen den von der Seite kriegen. So, jetzt vielleicht. Das ist das Weibchen. Wo ist das Männchen? Das ist noch weiter dahinter, ne? Und 200 Meter haben wir eingestellt. Ist immer noch das Weibchen. Ne, 20 Meter. Wo ist das Männchen? Die trinken und essen gerade da. Geht das Männchen nicht. Da, was ist das? Das ist doch das Männchen. Weit ist er jetzt weg? Über 200 Meter, oder? Wo jetzt? Ich würde am liebsten noch dichter rangehen, ne? Aber ohne Caller ist auch schwierig, ne? Das ist über 200 Meter, dann kann ich sogar zu... Ach, das ist so weit. Haben wir nicht getroffen, ne? Den haben wir, glaube ich, nicht getroffen. Ach, Mist. Ob den haben wir nicht getroffen. War das jetzt die Remington? Ja, ne? War das jetzt hier? Wie war da nochmal? Wo sieht man jetzt die Ausrüstung? Die Ausrüstung... Wieso sieht man die jetzt im Spiel nicht? Ich sehe die Ausrüstung hier nicht. Ja, hier sind noch die ganzen Skillpunkte. Hier, Inventar. Doch, das ist die... für Hirsche. Jetzt gehen wir mal durchs Wasser hier. Also das hat schon mal nicht geklappt, sonst wäre die Quest oben nicht weg. Also die Quest wäre oben weg, hätten wir den jetzt erlegt. Ja, die sind jetzt wahrscheinlich ewig weit gelaufen. Die sind wahrscheinlich weg, ne? Bestimmt in den Wald rein. Hier werden wir jetzt auch, glaube ich, keine... Da vorne... Ja, es ist aber... keine Blutspur, oder? Ich glaube, den haben wir nicht erwischt. Glaube ich jetzt nicht. Ja, mit dem ist es halt auch... Ah. So, wo sind jetzt hier... Blutspur haben wir, glaube ich, gar keine. Die waren auf jeden Fall hier, aber... keine Blutspur, nix. Schade. Aber wenigstens einen Caller hätten wir doch schon mal haben können, oder? Wo sind jetzt hier die Spuren? Wo sind die jetzt überhaupt hingelaufen? Nach rechts weg, ne? Da vorne ist was. Hier ist eine Spur. Hier ist eine Spur, ne? Maultierhöhe, Stränke, ja, aber... aber kein Anschuss. Weiß jetzt auch nicht, ob die wieder zurückkommen.
Jetzt halt. Oh. Was ist das? Ist auch ganz schön weit weg, ne? Ist auch 200 Meter. Was ist das? Der kommt direkt auf uns zu. Maultierhirsch, männlich. Ist er das? Boah, Junge, Junge, Junge. 150. Den haben wir doch getroffen, oder? Haben wir den getroffen? Boah, mit dem Gewehr ist aber auch schwierig, ne? Da muss man sich erstmal ein bisschen Ausrüstung zusammensparen hier und Fähigkeiten. Weiß nicht, ob wir den jetzt getroffen haben. Müssen wir mal durchs Wasser durch. So, ich gucke jetzt mal. Da ist wieder die Tränke, haben wir doch wieder nicht erwischt, oder? Jetzt muss hier irgendwo, da ist glaube ich der Anschuss, oder? Da ist... Ach, Fasan. Wo ist jetzt hier der Anschuss? Ich sehe noch kein Blut. Hier ist wieder dieser... Ach, Weißwedelhirsch, Bedürfnis. Wir haben keinen Anschuss, oder? Wieder nicht. Gibt's doch nicht. Geh mal hier ein bisschen gucken, ob hier irgendwas ist. Ja, der Fasan, also das Gewehr ist ja... Ich habe eigentlich direkt die Entfernung eingegeben, ne? 150 Schuss und direkt drauf gezielt, aber... Hat jetzt wahrscheinlich keinen Treffer, ne? Also ich sehe jetzt hier nichts. Jetzt hier irgendwo Blut ist oder so. Das ist natürlich nicht so schön. Puh. Das waren auch nur 150 Meter, ne? Also das war jetzt... Hier ist Kot. Das ist aber vom... Ach doch, Maultierhirsch, okay. Puh. Wir haben keinen Anschuss, kein Blut, nix. Ah. Maultierhirsch, Weißwedelhirsch, ja, müssen wir. Aber er zeigt doch hier was an. Wieso sehe ich die Blutspur nicht? Welcher von beiden hat einen weißen Hintern? Oh. Ah. Ich gehe jetzt hier mal hoch. Aber ich sehe hier keine Blutspur. Ich glaube, den haben wir nicht getroffen. Schade. Da müssen wir ein bisschen weiter, da hinten. Da ist eine ganze Herde. Da schleiche ich mich jetzt ran. Ohne Witz, ey. Da schleiche ich mich jetzt ran. Vorne ist nichts, ne? Da müssen wir ran. Boah, da liegt er doch. Lol, wieso... Durch das Wasser oder was? Habe ich das nicht gesehen? Keine? Warte mal, warte mal, warte mal. Was ist das für eine Spur hier? Der liegt doch hier. Och, da ist. Nee, das ist.
Warte mal. Doch, da ist die Blutspur. Ach, lol. Nee. Aber man sieht das Blut, lol. Ja, doch, hier ist beides. Deswegen habe ich das jetzt nicht gesehen. Ach, hier ist das Blut. Alles klar. Oh, den haben wir erlegt. Das war ein Männchen. Gucken wir mal. Den haben wir. Linker Lungenflügel, rechter Lungenflügel, Hauptschlagader sogar. Jetzt muss ich mal gucken. A und D. Ach, den haben wir. Von unten, oder? Da kommt die Kugel. Ah ja. Ah ja. Wann geht sie da rein? Ja, krass. So, jetzt gucken wir mal. Oh, 69%. Eigentlich viel zu gut, ey. Den hätten wir gar nicht töten dürfen. Obwohl Trophäenwertung auch plus eine, ne? Aber 69% ist halt schon gut, ne? 384. Den verkaufen wir mal. Ah, jetzt ist der Mehrspielermodus auch verfügbar. Oh. Okay, jetzt ist quasi Restaurantbestellung. Die Beer Dan Ranch deines Großvaters liefert ethisch erlegtes Fleisch an gehobene Restaurants, aber dein Großvater liegt im Krankenhaus und du bist jetzt für den Betrieb verantwortlich. Du hältst Restaurantbestellung, während du die Gerichte vorantreibst. Du kannst über den E-Mail-Client und Computer. Oh, nice. Schießen wir gleich noch das nächste Tier. Nimm neue Bestellungen am Computer deines Großvaters entgegen. Haben wir jetzt hier irgendwie... Wir haben keinen Schnellreisepunkt hier, ne? Maultierhöhe, Schweißwedel. Ja, hier kann man nicht hinreisen, oder? Ne. Da müssen wir hier das Fragezeichen nochmal gucken. Dass wir wenigstens... Was ist das für ein Tier da? Zeigt er nicht. 146 Meter ist aber, glaube ich, ein Weibchen. Da kommt noch ein Weibchen. Was kommt da? Achso. Oha, ist das... Eieieiei. Das ist ein Männchen. Die kommen. Da können wir nochmal eins schießen. So, dann würde ich nochmal. Zieh dich da ran. Wir müssen jetzt erstmal einen Caller kaufen, Leute, oder? Wir brauchen unbedingt einen Caller. Wenn wir jetzt alles freigeschaltet haben. Das ist, ich muss hier wieder, genau. Jetzt sehe ich das. Das ist ein... Ne? Maultierhirsch. Maultier. Zwei Sterne sogar. Ist auch nicht so weit weg, ne? Net. Net 42. Aber mit Caller wäre noch besser, ne? Ach, hier ist noch ein Hochstand, siehst du? Das ist das Fragezeichen hier. Ja, das können wir nochmal schnell hingehen. Das können wir noch schnell freischalten. Bloß wie gesagt, Schnellreisepunkt wäre halt gut, ne? Wenn wir hier noch einen hätten. Da müssen wir mit dem Auto erstmal die ganze Karte irgendwie freischalten, glaube ich. Erstmal die Schnellreisepunkte haben. Weil sonst verscheuchst du ja immer gleich alles. Da, jetzt haben wir guten... Das ist gut hier. Da. Da meckert er schon. Das ist ein Männchen. Das ist auch ein Männchen. Ja, man sieht jetzt bloß nicht, wer jetzt den besseren Trophäenwert hat, ne? Der hat zwei Sterne und der dahinter auch zwei. Dann können wir auch den nach vorne schießen. Oh, hier ist noch einer. Auch zwei. Männlich. Alter Mädchen, also erwachsen. Alle erwachsen.
Und jetzt kann ich schießen, ne? Oder wir holen uns erstmal einen Caller und gehen erstmal wieder zurück und ja, wie gesagt, am besten halt erstmal die ganze Karte irgendwie freischalten, ne? Hier sind die anderen Gebiete. Ach, guck mal, hier ist auch noch wieder eine Lodge. Da ist auch eine Lodge. Lodge, Lodge. Überall Lodge. Ja, haben wir auf jeden Fall. Hier ist das Auto. Können wir nachher wieder dann zurückrufen. 133 Meter. Oh, der liegt sofort. Der liegt sofort. Da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Ja, bin ich ja mal gespannt. Den haben wir, glaube ich, ins Herz getroffen. Den haben wir, glaube ich, gut getroffen. Ich weiß doch gar nicht, gibt es hier später noch einen Hund oder sowas? Müssen wir mal im Shop gucken, ne? Hunde weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich in den Trailern, glaube ich, gar nicht gesehen. Und dann müssen wir in der nächsten Folge erstmal die Bestellung annehmen, ne? Dass wir dann gezielt Tiere jagen halt. Um die dann an das Restaurant zu verkaufen. So. Hier irgendwo liegt er jetzt. Ah ja. Der sieht doch schick aus. Muss ich mal hier... Fotomodus. Ja, das ist so, ne? Man kann hier nämlich direkt in den Fotomodus wechseln und dann kann man da Screenshots zum Beispiel machen und so weiter. So, wie haben wir den denn jetzt getroffen? Herz auf jeden Fall, deswegen lag er auch direkt. Linker Lungenflügel, rechter Lungenflügel, Knochen. 532 sogar. Und schon zwei Sterne, ne? Zwei Sterne, nicht schlecht. 161 Kilogramm. Trophäe. Weiß gar nicht. Das ist Ausstopfen, Taxidermie, ne? Ich verkaufe den jetzt erstmal. Ja, auf jeden Fall schöner Schuss. Das soll es dann erstmal gewesen sein für die Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir dann die ersten Restaurantbestellungen aufnehmen. Vielen Dank fürs Einschalten. Euer Waterfrank. Tschüss.